Als nächste Rednerin spricht Gerda Hasselfeld für die CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir in diesen Tagen mit den Menschen reden, dann erleben wir zweierlei. Wir erleben, dass sie sehr wohl registrieren, uns geht es gut in Deutschland. Dass sie sehr wohl registrieren, die Beschäftigungslage war noch nie so gut wie jetzt. Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie vor 25 Jahren nicht mehr. Die Preise sind stabil, die Reallöhne sind gestiegen. Und das alles ist nicht nur gefühlt, sondern, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist Realität in unserem Land. Und das alles ist nicht erreicht worden auf Pump, sondern es ist erreicht worden mit einem seit Jahren soliden Bundeshaushalt. Es gab noch nie eine Bundesregierung, die während einer ganzen Legislaturperiode keine neuen Schulden gemacht hat. Diese Bundesregierung handelt danach, meine Damen und Herren. So ist es, Herr Kaas. Und das Ganze ist aber kein Selbstzweck. Ich sage das nicht, damit es auf dem Papier steht, sondern wir machen das deshalb, weil wir uns unserer Verantwortung gegenüber den Kindern und Enkelkindern, gegenüber denen, die nach uns kommen, voll bewusst sind. Das ist verantwortungsvolle, nachhaltige Politik, die auch diesen Haushalt mitprägt. Und dann erleben wir aber ein zweites. Wir erleben die Sorgen, die Ängste der Menschen, die ganz unterschiedlich sind, aber nachvollziehbar sind. Sorgen und Ängste, die sich beziehen auf die Globalisierung, auf die Veränderung in der Arbeitswelt, Digitalisierung, auf Veränderungen nicht nur im Arbeitsbereich, sondern auch im Alltag. Sorgen und Ängste, die sich ergeben aus den Kriegen in vielen Teilen der Welt, aus Krisen, in der Konsequenz dann auch in der hohen Zahl der Flüchtlinge zum Ausdruck kommt. Und dann erwarten viele Menschen auf diese Fragen, wie gehen wir damit um, wie bewältigen wir das, können wir unsere Sicherheit, unseren Wohlstand auch künftig halten, können wir das, was wir erarbeitet haben, auch unseren Kindern weitergeben, können wir unsere Werte weitergeben, so wie wir es gewohnt sind, miteinander zu leben, dann erwarten sie meistens schnelle Antworten. Viele erwarten auch einfache Antworten. Und ich denke, liebe Kolleginnen und Kollegen, es liegt an uns, an den verantwortlichen Politikern auch deutlich zu machen, auf solche Fragen kann es keine einfachen und schnellen Antworten geben, sondern da muss ein bisschen mehr darüber nachgedacht werden und muss auch ein Stück weit gerungen werden um die richtige Antwort. Aber wir müssen ringen um die richtige Antwort. Und das tun wir auch. Und die erste Antwort ist zweifellos die, gerade in Zeiten dieser Unsicherheit ist es notwendig, dass wir die solide Haushaltspolitik mit ganz konkreten Investitionen in die Zukunft auch fortsetzen. Da brauchen wir keinen Kurswechsel, sondern das, was wir in dieser Legislaturperiode schon gezeigt haben, einfach so fortzusetzen. Ich nenne nur zwei Bereiche im Investitionsbereich. Das eine ist der Bildung- und Forschungssektor und das zweite, das sind die Infrastrukturinvestitionen. Wir haben seit 2005 im Bildungs- und Forschungsbereich, liebe Kolleginnen und Kollegen, den Ansatz mehr als verdoppelt. Und wenn ich von Bildung und Forschung rede, dann rede ich nicht nur von der Exzellenzinitiative und von den Universitäten, Hochschulen und Gymnasien, sondern dann rede ich auch vom gesamten Bildungsbereich, auch beispielsweise im Meisterbafög-Bereich.
Denn die Bildung beginnt nicht erst mit dem Abitur und dem Studium, liebe Kolleginnen und Kollegen, sondern Bildung hat auch ein Hauptschüler, Bildung hat auch ein Mensch mit mittlerem Bildungsabschluss. Das sollte uns nicht vergessen werden. Der Bundesverkehrs- und Infrastrukturminister hat in dieser Legislaturperiode einen Investitionshochlauf gestartet, der überall heute spürbar ist. Wir haben viele Baustellen, notwendige Baustellen. Und wir haben mit der Vorlage des Bundesverkehrswegeplans eine gute Grundlage für die weitere Ertüchtigung unserer Verkehrsinfrastruktur. Und Ähnliches erleben wir auch im Ausbau der Breitbandinfrastruktur. Das wird fortgesetzt. Ein Drittes will ich allerdings auch noch ansprechen. Auch das, was notwendig ist an Unterstützung für die Länder und Kommunen, haben wir nicht nur getan, sondern keine Regierung, wirklich keine Bundesregierung in der Vergangenheit, hat so viel für die Länder und Kommunen ausgegeben und ihnen wieder zurückgegeben wie diese Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sogar so viel, dass in manchen Bereichen, wie beispielsweise beim Kita-Ausbau oder auch bei der Hilfe für die notleidenden Kommunen, das zur Verfügung gestellte Geld bislang überhaupt noch nicht voll abgerufen wurde und die Laufzeit verlängert werden musste, meine Damen und Herren. Dies macht schon deutlich, dass wir hier eine großartige Leistung vollbracht haben, die aber nicht umsonst ist, sondern ich sage ganz bewusst, ich stehe auch dazu, unsere Kommunen müssen in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben auch zu erfüllen, aber sie müssen sie auch erfüllen. Es kann nicht sein, dass der Bund auch beispielsweise das noch mehr Geld dann noch übernimmt, was die Kommunen übernehmen sollen, beispielsweise bei der Zurverfügungstellung von Grundstücken für die Wohnung, für den Wohnungsbau. Man kann nicht nur fordern, mehr Geld für den Wohnungsbau vom Bund, wenn man vor Ort die Grundlagen planungsrechtlich nicht liefert, um tatsächlich mehr Wohnungen bauen zu können. Weitere gute Grundlagen zu legen im wirtschaftlichen Bereich, das hängt auch mit der Steuerentlastung zusammen. Gott sei Dank haben wir eine Haushaltssituation, wo wir uns wo wir Steuerentlastungen in der nächsten Legislaturperiode machen können. Es ist da schon vieles dazu gesagt worden. Neben den Entlastungen im Einkommensteuerbereich bei den mittleren und unteren Einkommen will ich noch darauf hinweisen, dass auch meines Erachtens der Abbau des Solidaritätszuschlags ab 2020 notwendig und geboten ist. Auch das gehört zu einer sinnvollen Steuerentlastung. Und dazu gehört genauso die Erbschaftssteuer. Also an der CSU ist es nicht gelegen, das will ich schon mal deutlich machen. Das ist vorhin ja so ein bisschen durchgeklungen. Wir haben im Deutschen Bundestag gemeinsam einen Gesetzentwurf verabschiedet. Das Gesetz ist im Bundestag verabschiedet worden mit den Stimmen der Großen Koalition und im Bundesrat ist es dann nicht angenommen worden. Und jetzt wir haben sehr wohl die Verfassungsvorgaben mit beachtet. Und meine Damen und Herren, das ist nicht ein Peanut, sondern das ist eine ganz wesentliche Angelegenheit. Denn unsere gute wirtschaftliche Entwicklung hängt zusammen mit der Struktur unserer Unternehmen. Wenn wir nicht so gut funktionierende, große und kleine Familienunternehmen bei uns hätten, würde die Arbeitsmarktsituation ganz anders aussehen, als sie aussieht. Neben der wirtschaftlichen Entwicklung haben wir aber noch eine zweite Antwort zu geben, nämlich die Antwort, wie gewährleisten wir die Sicherheit unserer Bürger. Die Anschläge in Deutschland, aber auch in einigen europäischen Städten haben uns ja deutlich gemacht, dass die Terrorgefahr nicht gebannt ist. Und die Menschen erwarten zu Recht von uns, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um Anschläge zu verhindern. Und deshalb möchte ich auch zunächst einmal
allen, die in den Sicherheitsbehörden und Kräften bei uns arbeiten, großen Dank und hohe Anerkennung aussprechen für deren Arbeit, für uns und unsere Sicherheit. Was ist zu tun? Wir haben die Grundlagen dafür gelegt, nicht erst in diesem Haushalt schon, sondern schon auch in den vergangenen Jahren immer wieder sukzessive die Personalausstattung der Bundessicherheitsbehörden zu verbessern und tun dies mit diesem Haushalt noch einmal zusätzlich. Und es ist schon schön zu erfahren, dass mittlerweile sich auch diejenigen, die bisher sich um die Polizisten und um die Polizeistellen in den Ländern beispielsweise nicht nur nicht gekümmert haben, sondern diese auch noch abgebaut haben, jetzt auf einmal ihre Liebe zur Polizei entdecken. Es ist ja gut, es ist erfreulich, hoffentlich hält es und hoffentlich trägt es auch Früchte dort, wo sie in der Verantwortung sind, nämlich in den entsprechenden Ländern. Neben der Personalausstattung geht es aber auch um eine adäquate Sachausstattung. Es geht auch um entsprechende Befugnisse der Sicherheitsbehörden. Vielleicht müssen wir da bei der einen oder anderen Stelle, beispielsweise bei der Vorratsdatenspeicherung, auch noch mal überlegen, ob das, was gemacht wurde, das ich nicht schmälern möchte, ob das ausreicht oder ob wir da noch Nachbesserungsbedarf haben. Und, meine Damen und Herren, es geht auch um eine bessere Vernetzung der Behörden zwischen Bund und Ländern und im europäischen Bereich. Wir haben nicht einen Mangel an Daten, aber wir haben zu wenig Verknüpfung dieser Daten. Und wenn wir schon die Daten haben, dann müssen auch alle Sicherheitsbehörden in der Lage sein, mit diesen Daten auch zu arbeiten. Und dann haben wir natürlich noch eine der größten Herausforderungen in diesen Jahren zu bewältigen, nämlich die Flüchtlingsströme. Es ist ja mehrfach von Ihnen angesprochen worden. Ich glaube, im vergangenen Jahr ist uns allen deutlich geworden, dass die Aufnahmekraft und die Integrationskraft unseres Landes Grenzen hat. Für uns in der CSU war von Anfang an klar und ist auch heute noch klar, der Dreiklang gilt: erstens Humanität, zweitens Begrenzung, drittens Integration. Gleichwertig. Was die Humanität betrifft, haben wir gerade in Bayern, meine Damen und Herren, gezeigt, wozu wir in der Lage sind. Es war ein großartiges Beispiel von ehrenamtlichem und hauptamtlichem Engagement der Menschen. Wir sind in den anderen Aufgaben nicht nur weit gekommen, sondern wir haben sehr viel, und zwar gemeinsam, erreicht. Die Zahlen sind deutlich zurückgegangen. Die Zahl der Rückführungen, der Freiwilligen und der staatlichen Rückführungen sind gestiegen. Fehlanreize wurden reduziert. Das BAMF wurde deutlich besser ausgestattet. Wir haben eine vollständige Registrierung mittlerweile. Der Flüchtlingsausweis ist eingeführt und vieles andere mehr. Und nicht zu vergessen, die Kommunen und die Länder haben auch hier eine deutliche finanzielle Unterstützung erhalten, wozu ich auch stehe, aber das sollte man auch nicht verschweigen. Wir haben deutlich gemacht, es ist unsere gemeinsame Aufgabe aller politischen Ebenen, damit zurechtzukommen. Und dann haben wir ein Integrationsgesetz verabschiedet. Und zu diesem Integrationsgesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen, gehört nicht nur Geld, gehört nicht nur Kurse und gehören auch nicht nur Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt, sondern da müssen wir uns auch mit so manchen Sorgen der Menschen auseinandersetzen, wie schaffen wir diese Integration in die Gesellschaft. Ich unterstreiche alles, was Volker Kauder zu diesem Thema vorhin gesagt hat, auch mit dem Zitat von Cem Özdemir, denn das macht deutlich,
dass wir hier einen ganz wichtigen Teil unserer Gesellschaftspolitik auch mit vor uns haben, der nicht mit einem Federstrich alleine zu erledigen ist. Ich will das aber an einem Beispiel deutlich machen. Was bedeutet, in unsere Gesellschaft sich zu integrieren? Und zwar am Beispiel der Vollverschleierung. Ich weiß sehr wohl, dass dieses kein Massenphänomen ist. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, täuschen wir uns nicht, für die Bevölkerung ist es ein ernsthaftes Problem. Auf die Frage, wie sie sich da verhalten, sagen 80% der Menschen in Deutschland, wir wollen eine Vollverschleierung. Da kann man nicht einfach sagen, es interessiert uns nicht. Keine. Wir wollen keine. Wir wollen sie nicht. Natürlich. 80%. Da kann man doch nicht einfach sagen, das ignoriere ich. Sondern da muss man sich auch über die Gründe Gedanken machen. Und die Gründe sind, das passt nicht in unsere freie Gesellschaft, wenn man sich nicht in das Gesicht sehen kann. Es widerspricht der Gleichberechtigung der Frau. Es passt nicht zur Integration, sondern im Gegenteil, es ist ein Integrationshindernis. Das muss man doch sagen dürfen und auch entsprechende Vorschläge machen dürfen. Und diese Vorschläge haben die Innenminister der Union gemacht. Im begrenzten Rahmen, im öffentlichen Bereich, im schulischen Bereich, im Hochschulbereich und dergleichen, auch vor Gerichten, hier eine Initiative zu starten. Ich glaube, wir sollten dies ohne Scham vom Mund, aber in Respekt vor den Sorgen der Menschen und auch mit dem Ziel einer wirklichen Integrationsbemühung tatsächlich auch erreichen. Meine Damen und Herren, aber nicht dieses Thema allein ist es, das uns beschäftigen darf, sondern neben den ökonomischen Fragen, neben den Sicherheitsfragen, neben dieser großen Aufgabe Flüchtlingsbewältigung geht es auch darum, die soziale Balance in unserem Land zu halten. Da haben wir eine ganze Menge auch an Entscheidungen in dieser Legislaturperiode schon getroffen, im Pflegebereich, im Gesundheitsbereich, in der Integration am Arbeitsmarkt. Wir sind jetzt dabei, im Bereich der Altersversorgung, im Bereich des Bundesteilhabegesetzes, also der Bedingungen für die Menschen mit Behinderungen, das Notwendige zu tun. Da sind wir auf einem sehr guten Weg, wie ich meine. Und da werden wir auch in diesen nächsten Wochen und Monaten zu konkreten Ergebnissen in der Koalition kommen. Das alles prägt diesen Haushalt 2017. Es ist ein Haushalt gezeichnet von Stabilität und Sicherheit, von Solidität, von Solidarität und auch ein Haushalt, der geprägt ist von Verlässlichkeit über die ganze Legislaturperiode hinweg. Er ist eine ausgezeichnete Grundlage zur Bewältigung der Herausforderungen, die wir aktuell haben. Bettina Hagedorn.